Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Heute möchte ich mich einem anderen Thema zuwenden, das ich mit einem Fachwort bezeichne. Ich könnte auch einfach sagen, ich möchte mit Ihnen über Tiere sprechen, über die Bedeutung von Tieren in der Bibel und in der Theologie, beziehungsweise über die ihnen verweigerte Bedeutung in der Bibel und in der Theologie. Ich wähle aber lieber den Fachbegriff dafür, nämlich Speziesismus. Das ist der Fachbegriff, unter dem eine Debatte in der Theologie, aber nicht nur in ihr, sondern auch in der Philosophie läuft, über die ich Sie ein bisschen informieren möchte, jetzt in den nächsten 3, 4 oder 5 Videos, die ich dazu machen werde. Immer auch mit einem kleinen Hinweis auf das, was das für uns heute und im Alltag bedeuten kann. Speziesismus ist der Ausdruck. Es gibt eine Auffassung, die sich auch sprachlich immer stärker durchsetzt in der Klima- und Ökologiebewegung, dass Speziesismus eine spezifische Form des Rassismus sei. Rassismus ist die Vorstellung, dass Menschen, die zu einer bestimmten Rasse gehören, was immer das sei, anderen Menschen, die zu einer anderen Rasse gehören, überlegen sind. Und genauso wird das dann übertragen auf die Vorstellung, dass es eine bestimmte Spezies gibt, die einer anderen Spezies überlegen ist. Also die Spezies Mensch, und man könnte auch sagen, die Gattung Mensch, ist der Gattung Tier überlegen. Aus diesem Überlegenheitsbewusstsein, das kennen wir vom Rassismus, folgt die Arroganz der Macht, der Überlegenheit, der Hochmut und damit auch die Gewalt gegen angeblich unterlegene Menschentypen oder Rassen. Wobei ja der Begriff Rasse inzwischen schon ein in sich problematischer Begriff ist, aber das streife ich jetzt hier nur am Rande. Also Speziesismus ist eine Form von Rassismus, nämlich die Vorstellung, dass der Mensch, die Spezies Mensch, der Spezies Tier überlegen sei. Dahinter steckt natürlich die Kritik an unserem Umgang mit Tieren. Ich glaube, ich muss Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen entfalten, was das bedeutet. Massentierhaltung, die ganzen eierlegenden Fabriken, sozusagen, in denen die männlichen Küken dann geschreddert werden und was auch immer. Also all diese ganz entsetzlichen und furchtbaren Dinge, die wir mit Tieren tun. Wir haben in unserer Kultur, was auch immer der Grund dafür sein mag, einen Umgang mit Tieren uns angewöhnt, der zutiefst problematisch ist und dessen Folgen ja inzwischen auch auf uns zurückschlagen. Wir haben gelernt und wir lernen immer stärker, dass der Fleischkonsum ein Aspekt ist der Krise, in der wir uns befinden und dass wir sicherlich auch auf Dauer wieder unseren Fleischkonsum verändern werden müssen. Das hat auch einen ethischen Aspekt, der zusammenhängt mit dem, was ich vorsichtig einmal so nennen möchte, die Würde der Tiere. Dass es diese Tiere, diese Würde überhaupt gibt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Papst Franziskus hat in seiner großen Umweltenzyklika Laudato Si nicht ohne Grund den Titel gewählt Laudato Si. Das ist der große Gesang von Franziskus, in dem er die Schöpfung preist und nicht nur die Schöpfung preist, sondern die Schöpfung preisen lässt. Das heißt, wir haben dann plötzlich eine singende Schöpfung vor uns, wo ja nicht nur der Mensch mit seinen Lobgesängen Gott preist, sondern die Tiere auch mit ihren Gesängen. Das Zeugnis des heiligen Franziskus zeigt uns auch, dass eine ganzheitliche Ökologie eine Offenheit gegenüber Kategorien verlangt, die über die Sprache der Mathematik oder der Biologie oder ich will mal ergänzen, der Algorithmen, um eine kleine Kritik an der Überlegenheitsgestus algorithmischer und Internetsprache hier nebenbei einzufügen, hinausgehen und uns mit dem Eigentlichen des Menschen verbinden. Wie es uns geht, wenn wir uns in einen Menschen verlieben, so war jedes Mal, wenn er die Sonne, den Mond oder die kleinsten Tiere bewunderte, seine Reaktion, die zu singen
und die anderen Geschöpfe in sein Lob einzubeziehen. Und dann hat er gemeinsam mit den Tieren gesungen. Es gibt einen wunderbaren Psalm, den singen die drei Jünglinge im Feuerofen, in den sie von Nebukadnezar hineingeworfen sind. Und da geht es einfach nur in: Preist ihn, Sonne und Mond, preist ihn, ihr Tiere auf dem Felsen, preist ihn, Löwe und Drache, preist ihn, ihr Würmer auf der Erde, preist ihn, alle Tiere sollen Gott zusammen mit den Menschen preisen. Und das ist ein Aspekt dieser Würde, dass auch die Tiere dazu da sind, durch ihre Existenz Gott zu preisen, dafür, dass sie geschaffen worden sind in ihrer wunderbaren Schönheit. Damit wird die Tierwelt zwar nicht romantisiert, überhaupt nicht, darüber werden wir gleich sprechen, aber das ist erstmal ganz grundlegend. Tiere sind Mitgeschöpfe. Und Papst Franziskus, ich empfehle immer wieder diese großartige Enzyklika, die seine Amtszeit überdauern wird. Papst Franziskus spricht eben dieses Thema ganz am Anfang direkt an, wie wichtig es ist, dass wir unser Verhältnis zu den Tieren neu justieren und auch in die biblischen Wurzeln wieder hinein graben und schauen, um zu sehen, dass eben das, was wir heute mit Tieren machen, eben etwas ganz anderes ist als das, wozu Tiere eigentlich von der Schöpfung her gedacht sind. Sie haben ja vielleicht auch zu Hause bei sich Tiere. Eine Katze, die Sie morgens weckt und mit der Sie schmusen können. Oder einen Hund, der Sie begleitet, wenn Sie nach draußen gehen. Sie haben vielleicht bei sich ein Aquarium stehen und schauen sich die Fische an, die da drin sind. Es ist etwas ganz Wunderbares, sich als Mitgeschöpf von Tieren zu begreifen und Tiere in unserer Nähe zu haben. Ich lade Sie ein, am heutigen Tag mal darüber nachzudenken, welche Bedeutung haben in Ihrem Leben für Sie Tiere. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Musik.